Vor über 1000 Jahren entfesselten die Kreken eine schreckliche Seuche in ganz Tamriel. Die größte Seestreitkraft aller Zeiten, die Flotte aller Flaggen, wurde gebildet, um sich dieser neuen Bedrohung zu stellen. Die gewaltige Flottille brach von Hochinsel auf, dem Kronjuwel des Systren-Archipels. Nach ihrem Sieg schlossen die Soldaten und Seefahrer der Flotte aller Flaggen einen Pakt. Hochinsel solle für alle Zeit ein Symbol des Wohlstands und Zusammenhalts darstellen. Aber mit den Jahrzehnten festigten bretonische Häuser ihre Machtpositionen. Aus Zusammenhalt wurde kleinliche Politik und kalter Verrat. Fürst Baron Vaccaro und die Liga der Standhaften geben ihr Bestes, um Bedürftigen Hilfe und Unterstützung zu gewähren. Ihr finales Ziel? Den Krieg der drei Banner zu beenden und den Systren und Tamriel dauerhaften Frieden zu schenken. Aber in den Schatten arbeitet eine Gruppe, nur bekannt als Orden der Emporstrebenden, daran, das Volk aus kaiserlicher Unterdrückung zu befreien. Ihre Mitglieder agieren im Geheimen und in jeder Gesellschaftsschicht. Man kann niemandem trauen. Ist die Zeit gekommen? Schlagen Sie zu.